Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Bernd das Brot, die Unmöglichen. Wir haben diesen Belagerungsturm, so heißt er ja tatsächlich. Wo wir keinen Dialog haben. Das ist gerade verbuggt. Ist es eine Hummel? Ist es ein brillanter Wissenschaftler? Nein, er ist beides, Dr. Bumblebee. Okay. Und wir haben diesen komischen Deckerzweig, der von der Decke kam. Sieh mal einer an. Der ist quasi aus dem Nichts gekommen. Ja, so geil, ist einfach unglaublich. Klar, wenn etwas nicht passt, einfach wieder dagegen donnern. Ist leider nicht so einfach. Schade. Ist wirklich nur der Kronleuchter runtergekommen? Ach, wir können den benutzen. Ich nehme mal ein paar Kristalle an mich. Oder auch gleich den ganzen Kronleuchter. Ich dachte, wir klettern da hoch. Das Licht bricht sich in den Kristallen. Hübsch. Können wir doch bestimmt kombinieren. Hallo? Das funktioniert. Ah, oder kann der damit was bauen? Irgend so ein. Und jetzt noch was zur materiellen Addition von Lampe und Kristallen. Klebeband. Eine Dose. Ich hätte es gedacht. Oder Leder. Hallo? Ah. Eine Schaufel. Was? Ah, doch nicht das Grund zu holen. Das hast du. Wir dürfen jetzt das Klebeband nehmen, okay. Oh, ganz viel Klebeband. Damit könnte ich den Busch und das Schaf zum Schweigen bringen. Naja, ich bin mal nicht so. Weißt du, da ist eine Einkaufswagen voll Klebeband, der dich zu Hause, der verzweifelt hier tagelang, ein Klingelschild anzubringen, weil ich kein Klebeband habe. Klebeband? Warum habe ich das Gefühl, dass es mir sehr nützlich sein wird? Ich weiß es nicht, damit kannst du Leute fesseln, Münder zumachen. Oder auch Schweißgeräte herstellen. Hier, Bernd, du hast aber nur einen Schuss. Ich fasse es nicht. Der Busch hat wirklich eine Laserkanone gebastelt. Bitte, bitte, gebt ihm nie wieder was in die Hand. Sonst ist die Welt im Untergang geweiht. Das ist einfach so genial mit der Taschenlampe. Kristall, Klebeband. Lieber Spieler, willst du wirklich, dass ein Brot mit viel zu kurzen Armen eine gefährliche Laserkanone bedient, die wahrscheinlich international geächtet ist wegen gefährlicher Albernheit? Mhm. Ja. Wie weit ist es mit der Welt gekommen? Warum hört nur niemand auf mich? Einfach zu genial. aber wir haben hier einen Strohkasten. Wir haben einen Schatz freigelegt. Das ist echt zu genial. Na gut, es ist kein Schatz, sondern ein Sicherungskasten. Kriegen wir hin. Mit Klebeband. Hallo? Mit halbes Klebeband. Na, Schaufel. Der Sicherungskasten. Außen am Zaun angebracht. Warum? Warum nicht? Kann er den vielleicht bedienen? Dieser Gegenstand ist mir zu simpel. Wenn wir eine Dose reinwerfen, dann. Schade, ich dachte, da kommt ein Kurzschluss. Hallo? Okay, wenn wir einen Grund zu vorn reinwerfen, ne, dann. Okay. Klar, wenn etwas nicht passt. Okay, nee, das funktioniert ja nicht. Da ist Klebeband drin. Wie heißt es doch so schön, wenn du es nicht mit Klebeband reparieren kannst? Ist es kaputt? Hast du nicht genug davon? Noch mehr? Ich glaube, ich habe genug davon, um den Busch und das Schaf lange, sehr lange zu knebeln. Warte mal, können wir das einfach vielleicht zerstören? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Ich hätte jetzt gedacht, wenn wir das einfach zerstören, dann. Hallo? Okay. Wir können hier auch nichts verkleben, ne? Das funktioniert so nicht. Nee. Eine Dose. Chili, der Schaf macht. Was? Hey, bist du nicht Chili? Das beste Sandschaf, das es
bin du. Ach so, mir wird schwindelig. Hallo? Das? Nee, okay. Das hast du nicht. Ja, das wollte ich auch gar nicht versuchen. Hallo? Das funktioniert. Okay. Der Grund zuvor. Hallo? Glaube ich das, nicht. Das hast du. Nein, 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 wir gehen logisch an die Sache ran. Ah, wir haben Wasser. Ah, das ergibt Sinn. Gut. Hoffentlich ist kein Leck drin. Ich nehme eine Portion verseuchtes, radioaktives, übelriechendes Wasser mit. Dose mit allergische Reaktionen auslösendem Wasser. So, und jetzt auf den Zaun, dann kommt ein Kurzschluss. Dann halt auf den Sicherungskasten, dann kommt ein Kurzschluss. Sicher nicht die eleganteste Art, aber nichtsdestotrotz effektiv. Ja. Yippie, der Spielplatz ist offen. Schrottplatz, Schaf, Schrottplatz. Ah, wir haben wieder eine Dose, das ist schön. Oh, wir haben einen Schatz. Zum Schrottplatz. Oh, der hat Wachenten. Und ich bin ein Brot. Ich muss hier weg. Okay, Bernie, dann versteck du dich draußen. Wir versuchen, die Enten einzusperren. Wachenten. Quack, 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 quack. Komm zu Mama. Was? Aha. Ein Entchen. Schwimmt gerade nicht auf dem See und hat kein Köpfchen in dem Wasser und kein Schwänzchen in der Höhe. Dafür Hunger. Wachenten. Ein Stapel Autoschuhe. Tähä. Also weil Reifen ja quasi die Schuhe vom Auto sind. Was denn? Ich fand den gut. In gewisser Weise ja. Shelly Power! Ja. Ein fahrbarer Magnetkran, der Schrottplatz-Klassiker. Das ist gut, wahr. Dass ich meine Zahnspange nicht mehr habe. Okay, ein Einkaufswagen. Ein löchriger Einkaufswagen. Gebt mir etwas biegsames Metall und ich flicke ihn wieder. Oder gebt mir Antimaterie und ich... diese Möglichkeiten. Schlimm, ne? Entenfutter. Quarkies Qualitätsentenfutter mit 20% weniger Rindenmulch als vergleichbares Entenfutter mit 20% mehr Rindenmulch. Sinn. Diese Tür ist zu. Das heißt, man kann sie nicht öffnen. Das ergibt echt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Ja, ich glaube, Entenfutter könnte nützlich sein. Ein Stuhl, ein Fenster. Da kann ich hier nicht weiter. Doch, wir können hier weiter. Ja, hallo? Hallo? Kanone. Eine Apparatur, die durch explosionsartige Verpuffung Projektile kinetisch beschleunigt. Da hast du recht. Schießpulver. Kinetische Beschleunigung durch Verpuffung in Pulverform. Cool. Bundeswehr ist, wieso ist eine Badewanne draußen? Neben einem Minigolfplatz. Ein DeLorean. Eine Weiche. Eine Weiche. Die ist lustig, eine Weiche, die ist schön. Sag ich doch, DeLorean. Kann es wahr sein, ein DeLorean? Damit kann ich in der Zeit reisen und er hat Flügeltüren. Müssen wir nur noch auf 126 km/h beschleunigen. Jagdstab. Sehe ich da Bronzehörner? Nee. So schnell? Zäh, bitte, was? Diese Anfrage ist mir zu kryptisch. Das ist mir statistisch gesehen unmöglich. Ich bin... Zumindest nicht, wenn jemand zusieht. Ich kann die Handlung zurzeit nicht ausführen. Das geht so nicht. Bitte? Was? Diese Anfrage... Okay. Okay. Ein DeLorean. Einfach cool. Zurück in die Zukunft. So, also das wäre jetzt zu einfach, oder? Das ist mir statistisch gesehen unmöglich. Ich bitte dich, das macht man doch nicht. Zumindest nicht.
Ich kann die Hand. Okay, aber warte mal, wir machen das in die Kanone. Das geht so nicht. Wir mischen das mit dem Schießpulver. Wir mischen das nicht mit dem Schießpulver. Okay, das heißt, wir müssen. Müssen da weiter links noch was? Da ist es gar nicht mehr radioaktiv, okay. Okay. Die Frage ist, jetzt hat er den DeLorean zerstört. Ein DeLorean? Hoffentlich verklagt uns keiner. Wegen was? Wegen ein Fluxkondensator. Unentbehrlich für die Zeitreise. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann hast du die 80er verpasst. Ich hab's jetzt zwar noch nicht gelebt, aber den kennt man. Ich wollte schon immer mal einen Fluxkompensator haben. Und ein Pony. Aus Stahl, das Lichtgeschwindigkeit reiten kann und Laser aus seinen Nüstern schießt. Man kann nicht alles haben, aber einen Fluxkompensator. Kabel und... Genial. So, mit den Kabeln verbinden wir jetzt... Okay. Diese Anf... Das ist... Ich bin... Ja. Achso. Okay. Warte mal. Einkaufswagen. Einkaufswagen? Jetzt haben wir Kabel. Somit ein Fluxkompensator. Für jeden Retro-Zeitreisenden ein Must-Have. Hm. Flexible Stromtransportleitungen. Ein Einkaufswagen mit Loch. Wir können den vielleicht flicken. Fast so einfach wie ein schwarzes Loch zu stopfen. Man braucht nur weniger Antimaterie. Und ein schwarzes Loch ist ja eigentlich... Egal, ich schweife ab. Ja. Einkaufswagen Entenkäfig, Wett. Dieser Gegenstand ist mir zu simpel. Ah, warte mal. Ich kann die Handlung. Das geht. Okay. Kran. So. So. Ich glaube, du standest im Weg. Kann das sein? Nicht? Warte mal. Entenfutter. Auf den Abdruck legen. Die fressen das. Yippie! Die Enten sind gefangen! Dr. Bumblebee hat den Tag gerettet. Cool. Lass uns Bernd holen. Peter, komm! Okay, Bernd. Das Gelände sollte sicher sein. Sollte? Also gut. Wer hat meinen Danke. Kampferpel eingesperrt? Sollte das Gelände nicht sicher sein? Sollte. Was sicher ist, ist, dass Eisenbeißer Willi sehr sauer ist. Das reimt sich. Warum heißt er eigentlich Eisenbeißer? Was seid ihr eigentlich für komische Vögel? Vom Zirkus? Die Unmöglichen! 3, 2, 1! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück. Und wenn ich zuschlag, schlagt ihr auf den Boden. Guter Punkt. Macht, dass ihr hier wegkommt. Sonst klatscht es. Und zwar keinen Beifall. Ein Schotter. Ein Hebel. Was der wohl? Hebel?
Ja, vielleicht Hegel. Gute Idee. Leg dich mit dem Eisengebissmann mit den Händen wie Bratpfannen an, wenn du ein Brot bist mit so kurzen Armen. Vielleicht später. Hm. Ein Einkaufswagen, der als Entenkäfig dient. Ein Haufen Reifen. Hm. Ein fahrbarer Magnetkran. Der Stoff, aus dem Schrottplatz Slapstick gemacht ist. Oh ja. Ach, wir können auch den Kran bedienen. Sehr cool. Der sympathische Willi lässt uns nicht vorbei. Der sympathische Willi. Ja, ja, ja. Ich zieh mal an dem Schalter. Huch. Eine Apparatur, die durch Jo. Okay, das ich glaube, dass der Mann mit den Eisenzähnen und dem unfreundlichen Wesen etwas dagegen haben könnte, wenn ich hier rumhebel. Was? Verstehe gar nicht. Einfluxkompensator. Ja. Schießpulver. Ja. Okay, könnte das klappen? Ach, na, der hat ja ein Eisen. Das sieht sehr lustig aus. Bitte, Bernie. Hoch, runter, hoch, runter. Hoch, runter, hoch, runter. Kennst du, ne? Oh Gott. Hoch. Das sieht sehr... Okay, genügend mit schlechtem Humor gespielt. Das war's einfach. Ich glaube, dass der Mann mit den Eisenzähnen und dem unfreundlichen Wesen etwas dagegen haben könnte, wenn ich hier rumhebel. Ja, aber er kann ja nichts tun. Aber wir können vorbei. Wieso ist da eigentlich... ein Friedhof und ein Schulbus und ein Schiff und ein Wal. Eine Apparatur. Okay. Ein DeLorean. Kann es wahr sein? Okay, eine Jackstatue. Eine Statue. Die Statue? Diese Weiche kann irgendwo hier umgestellt werden. Vielleicht mit dem Schalter. Wenn wir den. Das hast du nicht. Fluxkompensator. Hallo? Okay, Eine Statue. Ja, ja. Schießpulver. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Okay, okay. Das hast du. Schießpulver in den Hintern stecken ist also auch nicht so gut. Den Hebel dürfen wir jetzt bedienen. Was? Da laufe ich gerade unnötig. Ich glaube, ja, dass der Mann mit den Eisenzähnen. Ha. Huh. Nee. Ein fahrbarer Mag. Können wir den jetzt eigentlich fahren? Aha. Und jetzt kümmern wir uns um die Statue. Komm, jack, 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 jack. Komm. Es ist aus Bronze. Ein Haufen Reifen. Mit einem Haufen Elend drin. So, und jetzt stellen wir die Weiche umstellen. Zum Schrotthaufen. Haben wir das? Ich hoffe mal. Ja. Oh. Aha. Das ist keine Jackstatue, sondern ein Wikinger, der mit Pinguinen ringt. Jetzt habe ich alles gesehen. Und ich sehe, sie ist auch aus Bronze. Moment, ist Bronze eigentlich magnetisch? Oh. Oh nein, Bernd ist unter der Statue. Wir müssen ihn befreien. Keine Sorge, das ist ein Fall für Sheep Majors. Aber Chili. Für Sheep Majors ganz alleine. Wie aufregend. Ui, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich muss erst mal einen Stunt machen. Vielleicht solltest du lieber deinen Kopf benutzen. Eine Statue mit Hörnern. Aber dieses Schaf ist echt los. Naja, wir machen Cut. Bis zur nächsten Folge.